Hi zusammen. Beim letzten Mal haben wir uns einige Oldschool-Charaktere angesehen, die man als Kämpfer oder vielleicht auch Helfertrophäen für das neue Smash Bros. Ultimate in Erwägung ziehen könnte oder sollte. Heute schauen wir uns mal die Mid-School- bzw. New-School-Charaktere an, also die, die nach der Super Nintendo-Ära nach und nach aufgeploppt und bekannt geworden sind. Als ersten, lange als hartnäckiges Gerücht sich gehaltenen Charakter oder Charaktere, hätte ich hier Banjo und Kazooie auf meiner Liste. Banjo und Kazooie natürlich eine der großen N64-Franchises, die, auch wenn sie von Rare sind und Rare heute natürlich bei Microsoft sitzt und nicht mehr bei Nintendo, trotzdem sinnbildlich als Nintendo-Charaktere eigentlich in den Köpfen der meisten fest verankert sind. Die Banjo-Kazooie-Spiele sind ja auch im Grunde die Vorgänger, inoffiziell die geistigen Vorgänger von Donkey Kong 64, was diese Verknüpfung und dieses Gefühl von Nintendo-Spielen noch mehr verstärkt. Banjo-Kazooie wären eindeutig Favoriten der neueren, der mittelalteren Videospielgeschichte für Smash Bros. Ultimate. Philip Spencer, der Xbox-Chef, hat sogar in einem Interview einmal erwähnt, dass es ihn sehr freuen würde, Banjo und Kazooie in Nintendos Super Smash Bros. Reihe auftreten zu lassen. Also die Kooperation von Seiten Microsofts wäre auf jeden Fall da. Ob sie allerdings stattfindet, ob der Charakter überhaupt jemals ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, wer weiß. Auf jeden Fall sind Banjo und Kazooie durchaus Fan-Favorites und ich würde sie noch nicht so ganz vom Tisch wischen, auch wenn natürlich wirklich die E3 2018 ein super Event gewesen wäre, um eine Microsoft-Nintendo-Kooperation zu verkünden, die eben zum Beispiel oder gerade Banjo-Kazooie als Charakter umfasst. Naja, und wo wir schon bei Kooperationen, gehen wir gleich weiter zum nächsten, nämlich Rayman. Rayman war ja wirklich sogar schon mal als Trophäe, wie aus dem Nichts, als Trophäe in Smash Bros. Gerüchte wurden immer mehr geschürt, dass Rayman in Smash Bros. 4 seinen großen Auftritt als Kämpfer haben wird. Dem war allerdings nie so. Und warum die Rayman-Trophäe wirklich genau in Smash Bros. Vorkommt, ist irgendwie ein Rätsel. Wenn man sich aber die letzten Jahre anguckt und sich ansieht, dass die Kooperation zwischen Ubisoft und Nintendo noch nie so groß war wie jetzt und auch ungewöhnlich stark ist, wenn wir uns Mario plus Rabbit Kingdom Battle Dingsbums rundenbasierendes Spiel angucken, für das jetzt auch der neue Donkey Kong DLC erschienen ist. Und wenn wir uns ansehen, dass bei dem nächsten großen Ubisoft-Titel oder bei der nächsten neuen großen Ubisoft-Marke Starlink Battle for Atlas Fox McCloud seinen Auftritt als spielbaren Charakter haben wird, samt Arwing und allem, ist es, finde ich, absolut nicht abwegig, dass andersrum auch ein Ubisoft-Charakter seinen Weg in Smash Bros. Ultimate finden wird und welcher von allen Ubisoft-Charakteren würde sich da mehr eignen als Rayman. Außer vielleicht Jade aus Beyond Good and Evil, aber mein Tipp wäre, wenn Ubisoft Charakter dann doch eher Rayman. Skull Kid und Majora's Mask wären natürlich auch noch Favoriten für einen neuen Kämpfer in Smash, denn Zelda braucht mehr Kämpfer und einige Fans wollen sogar Hinweise in der letzten Direct gefunden haben, die Skull Kid als neuen Kämpfer anteasen, nämlich Kissen. Im Hintergrund von Sakurai sehen wir hier nämlich zwei Kissen, die die Farben der Feen aus Majora's Mask repräsentieren und die beiden Kissen auf der gegenüberliegenden Seite des Bildes sollen in ihrem Farbschema Skull Kid repräsentieren. Ja, kann man nicht von der Hand weisen, dass da Überschneidungen bestehen. Allerdings halte ich das so ein bisschen für eine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich absichtlich ist und ob das ein Teaser sein soll. Was ich allerdings überzeugender finde, ist die Tatsache, dass ersten Skull Kid als Helfertrophäe nirgends zu sehen war bis jetzt. Das muss nichts heißen, aber es erhöht die Chancen auf jeden Fall. Und dass der Mond aus Majora's Mask als neue Helfertrophäe eingeführt wird. Also neuer Majora's Mask-Content. Und das könnte natürlich auch auf einen neuen Kämpfer aus dieser Spielreihe hinweisen. Der nächste auf meiner Liste ist Travis Touchdown. Aus einem ganz einfachen Grund. Sudo51, der Erfinder der No More Heroes-Reihe und auch des Charakters Travis Touchdown, ist großer Nintendo-Fan
Und er hat zu mehreren Anlässen bereits gesagt, dass es sein großer Traum wäre, Travis Touchdown in Super Smash Bros. Als Charakter zu sehen. Und auch ich als No More Heroes Fan fände das ziemlich cool. Ich finde, der Charakter würde sehr gut in Smash Bros. Hineinpassen. Wäre ein sehr interessanter Charakter mit einem sehr coolen, interessanten Moveset, das man für ihn erstellen könnte. Suda51 hat wirklich einige der skurrilsten und coolsten Spiele da draußen entwickelt. Und einige davon auch exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die Nintendo-Plattformen. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn Travis Touchdown, ähnlich wie Bayonetta, seinen Weg in Smash Bros. Ultimate finden würde. Es kommt ja auch bald ein neues No More Heroes Franchise-Spiel mit Travis Touchdown als Charakter exklusiv für die Switch. Das wird allerdings nur ein kleineres Spiel, das den Weg für No More Heroes 3 ebnen soll. Ob Travis Touchdown als Charakter, als Marke groß und stark genug ist, um jetzt schon in Smash Bros. Ultimate aufzutauchen, wer weiß. So, die nächsten beiden Mid-School-Charaktere, die ich noch auf meiner Liste hier habe, sind einmal Crash Bandicoot. Einfach nur, weil es eine sehr populäre Figur aus der N64-Playstation-Ära ist. Eine wirkliche Videospielgröße, die durchaus aufgrund ihrer Popularität und aufgrund ihrer Fanbase einen Platz in Smash Bros. Verdient hätte. Ähnlich wie Cloud von Final Fantasy VII wird ja auch Crash Bandicoot sehr stark als Sony-Spiel oder als Sony-Charakter gesehen, was natürlich keiner der beiden ist, aber dadurch, dass die Spiele exklusiv für die oder zumindest eine lange Zeit exklusiv für die PlayStation rauskamen, wird das oft miteinander verknüpft, ähnlich wie mit Banjo und Kazooie für Nintendo. Und daher wäre es auch irgendwie nochmal schön, diese Öffnung zu sehen, diese Symbiose von verschiedensten Videospielcharakteren in diesem einen Spiel vereint. Und ein weiterer Fan-Favorite ist Isaac. Isaac aus Golden Sun, dem sehr beliebten Game Boy Advance RPG. Er hat eine große Fangemeinde und wäre auf jeden Fall ein riesiger Fan-Favorit. Und viele Fan-Favoriten haben wir gesehen, die es tatsächlich ins neue Smash Bros. Geschafft haben. Von denen ich im Vorfeld wirklich dachte, wird nie passieren. Ähnlich wie zum Beispiel King Krool oder King K. Rool, wie man den auch immer aussprechen will. Außerdem wollen findige Fans einen Hinweis gefunden haben, der auf Isaac als Charakter in Smash Bros. Ultimate hinweisen soll. Dieses Bild hier nämlich repräsentiert den Kampfbildschirm aus den Golden Sun Spielen fast perfekt. Selbst die Pose der Figuren ist sehr ähnlich der aus den Golden Sun Spielen. Definitiv eine Referenz, das ist wahrscheinlich kein Zufall, aber ob es nun einen Charakter teasen soll oder einfach nur ein kleines nettes Easter Egg ist, das bleibt abzuwarten. Also wäre auch Isaac durchaus ein realistischer Kandidat. Kommen wir jetzt noch zu den New School Spielen, also die aktuelleren Spiele, wie ich schon im ersten Video zu der Reihe gesagt habe. Das ist ein bisschen eher nach Gefühl, ich habe nicht auf Jahreszahlen geguckt, deswegen keine Ahnung, mal schauen. Aber auf jeden Fall die New School Charaktere, die ich in Erwägung ziehen würde als neue Charaktere, wären wie folgt. Rex und Pyra bzw. Mithra aus Xenoblade Chronicles 2. Selbstverständlich, warum nicht? Wenn Schalk im Spiel ist, warum sollen nicht Rex, Pyra und Mithra im Spiel sein als Charaktere? Man könnte auf Knopfdruck zwischen Pyra und Mithra wechseln. Die Attacken könnten im Großen und Ganzen die gleichen bleiben, nur eben das Element Feuer oder Licht verändert sich. Dadurch könnte dann zum Beispiel durch Feuer mehr oder dauerhaft Schaden verursacht werden, während Licht eine höhere Smash-Power hat, aber weniger Schaden. Keine Ahnung. Da könnte man sehr viel damit machen. Rex wäre auf jeden Fall ein geeigneter Charakter und es würde mich nicht wundern, wenn man den als zweiten Xenoblade-Franchise-Charakter mit ins Spiel einbauen würde, zusammen mit Pyra und Mithra eben als Klinge. Fände ich nicht abwegig und auch eigentlich ziemlich cool. Ein persönlicher Favorit von mir, auch wenn ich ihn nicht für sehr wahrscheinlich halte, wäre der Dark Souls-Guy, der Protagonist aus Dark Souls, da der selber vom Spieler gebaut werden kann. Sehr formlos, gesichtslos, keine Ahnung, hätte man sehr viel Freiheit, sehr viel Nahkampf-Schwertattacken, wäre auf jeden Fall ein cooler Schwertkämpfer, könnte aber auch für Special Moves verschiedenste Waffen bis hin zu Zaubern benutzen, vielleicht als Outfit auch Solaire, das wäre cool. Solaire of Astora, ein Amiibo zu Solaire, wurde ja sogar schon angekündigt. Vielleicht auch in der Smash Edition? Wahrscheinlich nicht, aber ich fände es ziemlich cool. Was mich auch sehr wundert, ist, dass ARMS noch nicht in Smash Bros. Vertreten ist. Vielleicht kommt nicht gleich
Ribbon Girl oder wie heißt ihr männliches Äquivalent gleich nochmal als spielbare Charaktere ins Spiel, wobei das schon auch ganz cool wäre, aber zumindest als Helfertrophäen könnte man die doch einbauen. Wobei es durchaus auch ganz schön lange gedauert hat, bis Splatoon seinen Weg in Smash Bros. Gefunden hat. Also wer weiß, vielleicht ist Arms dann einfach zu neu sogar noch, um seinen Platz in Smash Bros. Ultimate zu finden. Aber Potenzial wäre hier natürlich schon für einen interessanten und coolen Charakter mit viel Reichweite. Ein sehr schneller, wendiger Kämpfer wahrscheinlich. Eine weitere echte Videospiellegende, die zugegebenermaßen vielleicht nicht so wirklich in Smash Bros. Passen würde, aber trotzdem eben aufgrund seines wirklich legendären und Videospiellandschaft definitiv verändernden Statuses wirklich eine gute Wahl für Smash Bros. Wäre, denn in der Neuzeit wird man wohl kaum, also was heißt in der Neuzeit, ich rede von den letzten 10 Jahren oder so, findet man wirklich kaum ein Spiel, das die Videospiellandschaft so sehr gestaltet hat wie das, nämlich Minecraft. Und der Minecraft-Charakter wäre deshalb durchaus keine absolut abwegige Gestalt, die wir in Smash Bros. Antreffen könnten. Minecraft hat ja jetzt auf der Switch auch zum ersten Mal sein Debüt auf einer Nintendo-Konsole gefeiert. Und aufgrund der vielen Ausrüstungsgegenstände, die man in Minecraft craften kann, den Blöcke platzieren und so weiter, könnte man einen wirklich interessanten Charakter aus dem machen. Ich denke da so ein bisschen an den Villager von der Wahnsinnigkeit her, an seine Moves. Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt der passendste Charakter, finde ich zugegebenermaßen, aber aufgrund der Tragweite der Minecraft-Serie durchaus ein Charakter, den man nicht unterschätzen sollte und eine Franchise, die man wirklich würdigen sollte für ihren unglaublichen Einfluss auf die moderne Videospiellandschaft. Ein weiterer sehr beliebter Charakter, ein Fan-Favorite, wäre Shanti von den gleichnamigen Spielen, den 2D-Plattformern. Für mich war die immer zusammen mit Shovel Knight zu die Indie-Newcomer, die es verdient hätten, in das Spiel mit einzusteigen. Shovel Knight wurde jetzt tatsächlich schon als Helfer-Trophäe angekündigt. Vielleicht trifft Shanti das gleiche Schicksal, was ja auch schon cool wäre. Aber auf jeden Fall auch ein Charakter, über den man reden könnte. Als Charakter. Aber ich weiß nicht recht. Ich glaube, da gibt es andere, die Vorrang haben, wenn es zu sowas kommt. Ein weiterer Nintendo-Charakter, den man in Smash Bros. Bisher noch vermisst, ist Chibi-Robo. Chibi-Robo würde durchaus auch einen interessanten Kämpfer abgeben und vor allem ist Chibi-Robo immer noch ein aktueller Charakter. Erst vor kurzem kam der letzte 3DS-Teil raus, ein Amiibo gibt es zu der Reihe und dieses seltsame Bild, das einmal gepostet wurde von Chibi-Robo in Flammen, hat für ziemlich viel Verwirrung und Gerüchte über Chibi-Robo in Smash Bros. Gesorgt. Kommt da noch was? Oder war das nur ein Scherz? Oder, keine Ahnung. Chibi-Robo, wer weiß. Und zum Schluss hätten wir noch Captain Toad und Captain Toadette. Vielleicht sogar ähnlich wie die Ice Climber im Duo. Vielleicht sogar als Echo-Charaktere von den Ice Climbern. Aber nee, nicht wirklich, oder? Keine Ahnung. Kann man Captain Toad und Captain Toadette zu coolen Charakteren für Smash machen? Ich meine, theoretisch können die nicht mal springen. Das wäre interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe sie mit auf die Liste genommen, weil sie auch Fan-Favorites sind. Und wie gesagt, Fan-Favorites werden viel zurzeit ins Spiel eingebaut. Aber wer weiß. Na gut, das waren sie dann. Das waren alle meine Vorschläge im letzten Video und in diesem Video. Alle meine Vorschläge für wirklich neue Charaktere, die wir in Smash Bros. Sehen würden. Mir ist absolut klar, dass nicht mal ansatzweise alle im neuen Smash Bros. Vorkommen werden. Ich bin nur gespannt, ob ich einen, der noch kommt, vielleicht erraten habe hier auf der Liste. Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall echt noch gespannt, was wir sehen werden. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin echt auch gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von meinen Vorschlägen und welche Vorschläge hättet ihr noch? Was haltet ihr für wahrscheinlich, beziehungsweise was würdet ihr oder wen würdet ihr echt gerne noch sehen in Smash Bros. Ultimate? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich freue mich darauf, mit euch drüber zu reden und wir hören uns und sehen uns dann vielleicht hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.